Grüß miteinander. Heute geht es um K-Pop. K-Pop? Korean Popular Music. Das ist natürlich in Südkorea allgegenwärtig, hört man überall. Und so anfangs 1990 ist es so übergeschwappt in die westliche Welt. K-Pop ist eine Art Musikindustrie, die man wie hier würde definieren als europäische Musik. K-Pop gibt es einzelne, wie Idol, oder Gruppen. Und die sind vor allem gecastet. Die Jungen, die fahren total ab in Südkorea, wie aber jetzt auch mittlerweile hier in der Schweiz oder in Europa. Was K-Pop sicher ausmacht, sie sind wahnsinnig süß und lieblich und knallig. Und so. Es ist fast ein bisschen eine Reizüberflutung. Was man wirklich muss erwähnen muss, ist, dass die südkoreanische Musikindustrie Hitlieferanten sind für ganz Asien. Der bekannteste K-Popper ist sicher Psy. Kennst du den Gangnam Style? Den kennt man mittlerweile weltweit, weil er hat in der kürzesten Zeit auf YouTube mit seinem Video Gangnam Style über 1 Milliarde Klicks gehabt. Und mittlerweile ist er sogar im Guinness-Buch über 2 Milliarden. Was man natürlich auch erwähnen muss, ist, dass schon eine andere koreanische Band sehr erfolgreich war an den Olympischen Spielen 1988. Wer erinnert sich noch daran? Koreana, Hand in Hand. Das war natürlich ein Schnulzensong, der um die ganze Welt ging. Aber die Olympischen Spiele hatten einen Song, den jeder kennt. Musik ist für Koreaner und Koreanerinnen sehr wichtig. Wenn man einen geselligen Abend verbringen will, dann isst man zuerst fein, trinkt und dann wird Karaoke gesungen. Mit alt und jung. Und ich kann euch sagen, wenn Karaoke eine olympische Disziplin wäre, dann hätten Koreaner und Koreanerinnen Medaillenchancen.